Herzlich willkommen zu einem neuen Interview an der Kölner Journalistenschule. Unser heutiger Gast hat seit September 2018 die Chefredaktion des WDR-Fernsehen inne. Außerdem leitet sie die Programmgruppe Politik und Zeitgeschehen. Dabei hat Ellen Enie eigentlich Jura studiert. Wir sprechen mit ihr über ihre Karriere, die zukünftige Ausrichtung des Senders und die Zukunft des linearen Fernsehens. Frau Enie, Sie haben Jura studiert. Warum sind Sie heute keine Partnerin in einer großen Kanzlei oder Richterin? Meine Mutter wollte, dass ich in der Bank anfange zu arbeiten. Ich habe aber immer gesagt, nein, ich will in den Journalismus. Dann haben meine Eltern gesagt, dann studiere erstmal was Vernünftiges. So ist es Jura geworden und die Kurve habe ich trotzdem noch gekriegt. Sie bekleiden als Frau eine Führungsposition im WDR. Was tun Sie, um Sexismus und Machtmissbrauch in Ihrer Abteilung zu unterbinden? Sie sprechen jetzt konkret die MeToo-Debatte im WDR an, die wir hatten. Der Abschlussbericht von Frau Wulff-Mattis hat gezeigt, hat Missstände aufgezeigt, hat aber auch gesagt, dass das Thema sexuelle Übergriffe nur ein kleiner Ausschnitt ist. Das größere Thema ist die Frage, wie gehen wir miteinander um? Wo gibt es möglicherweise Situationen, wo Macht missbraucht werden kann? Und wie gehen feste und freie miteinander, freie Mitarbeiter miteinander um? Und ich stehe für meinen Bereich da. Ich sage jeder Redaktion, wer mitbekommt, dass Mitarbeiter unangemessen behandelt werden, dass sie schikaniert werden, dass in Konferenzen nicht ordentlich miteinander gesprochen wird. Jeder hat die Zivilcourage, da aufzustehen und zu sagen, so gehen wir nicht miteinander um. Ich ermutige jeden, das zu tun. Und wo ich es selbst mitbekomme, gehe ich ganz klar dagegen vor. Ich bin jemand, der möchte, dass die Menschen respektvoll, würdevoll miteinander umgehen, Spaß bei der Arbeit haben und in diesem Zusammenhang dann auch das Beste geben können. Macht es denn aus Ihrer Sicht Sinn für junge Menschen, freie Mitarbeiter beim WDR zu werden, wenn sie eine Karriere im Sender starten wollen? Das macht auf jeden Fall Sinn. Ich glaube, der WDR ist ein super Arbeitgeber, sowohl für feste als auch für freie Mitarbeiter. Freie Mitarbeiter sind bei uns diejenigen, die die Reporter-Tätigkeiten übernehmen, die rausgehen, die Filme machen, die für Social Media produzieren. Also es ist auf jeden Fall eine gute Idee, sich bei uns zu melden und wir brauchen auch junge Leute. Sie möchten natürlich junge Menschen auch als Zuschauer gewinnen. Wie funktioniert das? Man hört von Kommilitonen beispielsweise, die haben keine Lust, den Rundfunkbeitrag zu bezahlen. Wir haben im digitalen Bereich schon ein paar Angebote vom WDR, die interessant sind. Jetzt für einen männlichen Kommilitonen vielleicht nicht Mädelsabend und nicht Pussyterror TV, aber das sind zwei tolle Angebote, finde ich. WDR Jeck hat an Karneval alle Aktivitäten gebündelt. Und wenn wir weiter gucken auf ARD-Ebene, Tagesschau, Sportschau, Weltspiegel, ich glaube, das sind Informationsangebote, wo wir schon viele Menschen erreichen und wo ich mir auch wünsche, dass in Zukunft immer mehr junge Menschen sagen, wenn ich wirklich wissen will, was passiert ist und wenn ich Fakten zu einem Thema bekommen möchte, dann gehe ich zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wie viel seriösen Journalismus können Sie als Fernsehchefredakteurin gegen Unterhaltungsformate durchsetzen? Also ich sehe da erstmal keinen Widerspruch zwischen Informationen oder seriösem Journalismus und Unterhaltungsformaten. Wir haben qua Gesetz den Auftrag, für die ganze Gesellschaft Programm anzubieten. Ich glaube, dass hintergründige Informationen, nicht das schnelle Aktuelle, sondern das wirklich Einblick in Materie, Expertise, um zu durchschauen, welche Agenda hat welcher Mensch und warum sagt er das jetzt gerade, dass das immer wichtiger wird. Und deshalb müssen wir auch gerade dieses hintergründige Informationsstandbein immer weiter ausbauen in Zukunft. Angenommen, Ihnen gefiele jetzt eine Sendung gar nicht, hätten Sie denn die Macht oder die Befugnis, die grundlegend zu überarbeiten oder vielleicht sogar ganz abzuschaffen? Ja, wenn ich dann zu dem Schluss kommen würde, das und das und das müssen wir mal lassen, weil wir über die Jahre einfach immer mehr Aufgaben auch etwas unstrukturiert übernommen haben, dann wird man das diskutieren müssen und dann würde ich das der Geschäftsleitung vorschlagen und die sagt dann, das lassen wir jetzt und die Ressourcen können wir dann zum Beispiel für neue digitale Produkte einsetzen. In Zeiten von Streamingdiensten wird lineares Fernsehen gerade für junge Menschen immer unattraktiver. Wie verändert das Ihre Arbeit als Chefredakteurin? Wir haben immer nur Broadcast gemacht, einmal abgeworfen und sehr viele Millionen Menschen getroffen. Slimcasting auf verschiedenen Ausspielwegen bedeutet auch sehr viel mehr Arbeit in der Konfektionierung, sehr viel mehr Liebe zum Detail, wenn man es Content für welchen Ausspielweg auch immer umsetzt. Und da werden wir uns dann auch nochmal ganz anders aufstellen müssen, wenn tatsächlich das lineare Fernsehen tot ist. Aber im Moment ist es das noch nicht. Ja, dann haben Sie vielen Dank für das Interview. Es war mir ein Vergnügen.